Hinterrad, ja. Jetzt sind alle reserviert. Ja. Sag den Anwalt dann raus, ich geb dich los. Du musst selber warten. Oh, wir warten auf den Kapitän. Ja. Wir befinden uns hier auf der BRB 24, Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Verbelin und Neuruppin Süd. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Verbelin wurde kurz nach 0 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW gerufen. Nach Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar. Die Meldung hat sich bestätigt. Zwei verletzte LKW-Fahrer, wovon einer noch eingeklemmt war im Fahrerhaus. Der zweite Fahrer wurde bereits rettungsdienstlich versorgt. Nach relativ kurzer Anfahrt war es so, dass wir zunächst natürlich die Einsatzstelle absichern mussten, dass hier ein gefahrloses Arbeiten möglich ist. Und Sie sehen selbst zu meiner Rechten, das Fahrerhaus ist in einer gewissen Höhe. Dort ist es natürlich etwas schwieriger im Vergleich zu normalen Pkw, dort an den Patienten ranzukommen. Also man muss diese Höhe überbrücken, beispielsweise mit einer Leiter oder mit einer Rettungsplattform, speziell für Lkw oder Busse, um dann in dieser Höhe den Fahrer erstmal mit technischen Maßnahmen zu befreien und dann ihn an den Rettungsdienst zu übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Verbelin hat über 40 Kilometer Autobahn zu betreuen in beide Fahrtrichtungen Berlin und Hamburg. Und dort kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen von ganz leichten Unfällen, wo keine verletzten Personen zu beklagen sind, bis hin zu ganz schweren Unfällen. Und die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind eben entsprechend praxiserprobt. Sie merken oder Sie sehen es ja, wir befinden uns in der Nacht, sodass natürlich das Verkehrsaufkommen auch wesentlich geringer ist als beispielsweise am Tage oder während des Berufsverkehrs. Eine Rettungsgasse wurde gebildet. Wir mussten auch nicht weit fahren, weil der Stau noch relativ kurz war. Die beiden Lkw befinden sich noch hier an der Einsatzstelle. Sie sehen selbst, der eine Lkw ist so nicht mehr fahrbereit. Er muss im Verlauf abgeschleppt werden. Nun ist es so, dass die Fahrbahn noch mit diversen Trümmerteilen übersät ist. Über die gesamte Einsatzdauer ist die Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Wir sind momentan dabei und beräumen die Fahrbahn. Sie haben auch gerade schon gefilmt, wie hier die abgerissene Ladebordwand entfernt wurde. Wir wollen natürlich zügig, dass hier der Verkehr zumindest über einen Streifen wieder laufen kann. Also wir, beiden Lkw-Fahrer haben die Einsatzstelle Richtung Krankenhaus verlassen. Wir werden jetzt die Stelle hier so vorbereiten, dass der Verkehr jetzt zunächst wieder fließen kann. Und eine Fahrbahnreinigung wird hier auch noch vonnöten sein.
Also klar, man hat schon ein mulmiges Gefühl, gerade zur Nachtzeit alarmiert zu werden. Und wenn man liest, Verkehrsunfall mit LKW, und es war auch relativ schnell klar, dass die Person noch eingeklemmt ist. Und da weiß man ganz genau, dass der Einsatz länger dauern kann als vielleicht ein anderer Einsatz, wo eben keine Person zu Schaden kam. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferbi mit 5 Fahrzeugen hier vor Ort und 24 Kameradinnen und Kameraden haben den Einsatz hier erfolgreich abgearbeitet. Thank you.
Come on.